Ja, richtig. Offensichtlich, dass er keine Ahnung von der Zukunft hat. Sonst würde er bestimmt andere Klamotten tragen. Dann reden wir mal mit ihm. Quatschen wir. Huhu, ich hätte da mal eine Frage. Fass dich kurz, ich muss arbeiten. Der Durchbruch in die Zukunft steht kurz bevor. Ach, das ist eine Portalarbeit. Ich kann schon riechen. Entschuldigung, schön. Das ist die Aufregung. Kleine Frage. Was genau macht ihr hier? Wir vermuten eine sogenannte Zukunft im Sediment unterhalb der Stadt. Darum haben wir angefangen, das Fundament auszuhöhlen. Habt ihr keine Angst, dass die Stadt dadurch irgendwie, weiß auch nicht, abrutschen könnte? Die Chancen wiegen die Risiken allemal auf. Diese fantasielosen Hinterwäldler da oben wissen ja gar nicht, was für ein Rohjuwel sich direkt unter ihren Füßen befindet. Sie sehen nichts weiter als einen Sockel, der die Statik ihrer Wohnungen garantiert. Ich sehe Straßencafés, moderne Büroflächen und erschwingliche Loftwohnungen für modebewusste Besserverdiener. Wie zum Beispiel Architekten von Portalbauämtern. Ganz genau. Tja, aber... Gibt es schon irgendwelche Fortschritte? Wie denn, wenn ich ständig mit irgendwelchen Belanglosigkeiten aufgehalten werde? Ich dachte, der Fortschritt lässt sich nicht aufhalten. Gibt es schon irgendwelche... Wie denn, wenn ich ständig dachte... Das hatten wir. Ich verstehe noch nicht genau, was dieses Loch da mit der Zukunft zu tun haben soll. Dabei ist es doch so ein... Wir wollen ein solventes Publikum anlocken. Zeitreisende, die eben nicht von gestern sind. Ein Portal in die Zukunft würde Paradox City zurück auf die Landkarte bringen. Das Stichwort lautet ständiges Wachstum durch Erschließung der Zwischenzeit. Und wir schaffen dafür die Anreize. Du spuckst beim Reden. Sicher, dass es ein solventes Publikum sein soll, nicht ein insolventes Publikum. Ich muss nach Kuwak, einen Tag vorm Ende der Zeit. Moment. Kuwak, Kuwak? Tja, Pech im Unglück. Wir haben zwar ein Portal nach Kuwak, aber das ist auf dem Grundstück der alten Einsiedlerin. Es ist also noch nicht an das Zeitreiseverkehrsnetz angeschlossen. Wir kämpfen schon seit Ewigkeiten für das Wegerecht. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass sich die Portale wieder geschlossen haben. Das sollte man als Chance begreifen. Es beweist einmal mehr, wie wichtig der Anschluss von Paradox City an die Zukunft ist. Ich sehe bereits die Kampagne vor mir. Der einzige Weg zurück führt nach vorn. Besser noch, zurück durch die Zukunft. Aber das ist doch alles eine Schwafel. Der Grund für die fehlende Zukunft liegt in der Vergangenheit. Ach, happalapap. Heute war gestern. Die Zukunft gehört denen, die den Mut haben, nach vorne zu blicken. Ach, du ahnst es nicht. Tja, also... Ich muss wirklich dringend nach Kuwak. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Gründe für das Fehlen der Zukunft dort und nur dort zu beheben sind. Happalapap. Heute war gestern. Die Zukunft gehört denen, die den Mut haben, nach vorne zu blicken. Tja, aber bist du dir sicher, dass du wirklich dringend nach Kuwak willst? Da fängt doch die ganze Scheiße erst an. Ich lass dich mal wieder arbeiten. Na endlich. Ich hatte schon Angst, deinetwegen die Zukunft zu verpassen. Hallo, Herr Bauarbeiter. Was siehst du da? Das ist die zukünftige Ausgabe von Heads. Was sonst? Und? Sind Helme wieder im Kommen? Leider nicht. In der Zukunft werden alle handwerklichen Arbeiten von Maschinen verrichtet. Das wäre ja super. Da müsste niemand mehr arbeiten. Ich auch nicht. Was denkst du, warum ich mich hier so ins Zeug lege? Sicher nicht für das Geld. Der Job ist so schlecht bezahlt, dass ich noch einen zweiten brauche, um über die Runden zu kommen. Und was ist dein zweiter Job? Ich schreibe Fake-Rezensionen für ein werbefinanziertes Bewertungsportal, das kostenlose Vergleichsportale zum Erwerb von Baumaschinen vergleicht. Ach, wenn es doch endlich Maschinen gäbe, die uns all diese wichtigen Aufgaben abnehmen könnten. Tja. Das ist doch die Hetz, oder? Sag dich doch bereits. Kann ich sie haben? Nee. Ich brauche sie zu Recherchezwecken. In dieser hochtechnisierten Arbeitswelt ist Weiterbildung integraler Bestandteil des Arbeitsalltags. Du könntest ja mal Pause machen. Meine Mittagspause wäre schon über. Dummerweise kann ich die Maschine nicht allein lassen. Ja,
Deine Anwesenheit hier scheint mir geradezu immanent. Ich sag dir was, du bekommst das Magazin, wenn du mir dafür ein Erdnussbutter-Sandwich bringst. Aha. Ein Erdnussbutter-Sandwich also. Kein Problem. Verstehe. Okay. Und hier haben wir Butter, wo nur ein Sandwich und die Erdnüsse. Ein Bohrloch. Da können die lange bohren. Die scheinen hier ein ernsthaftes Fuel-Lock-Problem zu haben. Aber es ist noch zu früh, um Schuldfragen zu stellen. Tja. Oh je, Fuel-Lock-Alarm. Schon wieder. Das heißt wohl, wir müssen eine Zwangspause einlegen. Nein, heißt es nicht. Man kann die Zukunft nicht warten lassen. Wieso? Wo soll sie schon groß hin? Ah, okay, jetzt haben wir den Countdown. Komisch, ich sehe gar nichts. Mag es ja nicht. Oder möchtest du unbedingt von einem Fuel-Lock ruhen? Okay, er ist abgelenkt. Aber wer ist jetzt noch abgelenkt? Okay, irgendwas können wir bestimmt in der Zeit erreichen. Ja. Das ist noch ein kleines Portal. Tja. Irgendwas verändert sich doch während des Alarms. Irgendwofür müssen wir noch den Alarm noch machen. Okay, die Wache ist auf jeden Fall abgelenkt. Ah, dann können wir vielleicht im Müll wühlen. Das ist vielleicht eine Idee. Eine Sekunde. Oh je. Kommt schon, gebt mir ein Schussfeld. Jetzt seine Tonnen. Er hat sich die Abwechslung redlich verdient. Aber es ist aber... Ich sollte meine Sachen lieber noch nicht in die Tonne kloppen. Sie sind integraler... Wo seid ihr, ihr Mistviecher? Wahrscheinlich frei... Hey, du komm... Okay. Da fällt mir nichts mehr ein. Vielleicht können wir Erdnuss so weiter überreden. Na, schaut mal, wer wieder da ist. Mikeys Mörder. Verpiss dich, du Pfeife! Aber ich hab mich doch entschuldigt. Reingelegt. Du dachtest, wir wären sauer, aber wir sind es gar nicht. Höchstens etwas ranzig. Weißt du mittlerweile wieder, warum du uns zu Erdnussbutter verarbeiten wolltest? Seit wann brauche ich einen Grund? Meistens ergibt sich das im Nachhinein von allein. Ist das zu fassen? Oh, seht mich an. Ich bin ein Zweifüßler. Ich brauche keinen Grund, um Erdnüsse zu essen. Wir wollen den Grund hören. Ist ja schon gut. Für die Liebe. Ja, ja, so weit waren wir schon mal. Die Frage ist doch, wie genau hilft es der Liebe? Ihr habt recht. Kein Ding, Mann. Komm gerne. Tja, vielleicht können wir irgendwie Klobürste. Nein, danke. Ich brauche keine Klobürste. Und das hier ist keine Klobürste. Ich brauche sie trotzdem nicht. Es ist ja nicht das Klo, das verstopft ist. Tja, wie wär's? Nein, danke. Oh, es fühlt sich so an, als hätte ich schon zwei oder drei davon im Enddarm. Oh. Tja, vielleicht. Ich verstehe nicht, wie mir das bei meiner Mission helfen soll. Das geht mir genauso. Deswegen versuche ich es einfach mit allem und jedem zu benutzen. Aha. Das ist eine gute Idee. Ich verstehe nicht, wie mir... Das geht mir... Deswegen... Aha. Tja. Ich glaube, wir sitzen hier erstmal fest. Hier habe ich keine Ahnung, wie ich weitermachen soll.
Zeit für eine kleine Aufnahmepause. Dann so, wir haben nach wie vor eine Steinskulptur, Gummisbürste, Batterieschnabeltier, Kaktusbutterfass. Und wir wollten mal mit Mac Chronicle reden. Dein Opa lässt mich nicht ans Timepod. Sieht ihm ähnlich. Ich durfte auch nie seinen Wagen ausleihen. Hast du eine Idee, womit man ihn ablenken könnte? Mit einem guten Buch vielleicht? Ein Buch? Wir wollen in seine Werkstatt einbrechen und nicht seinen Geburtstag nachfeiern. Womit die Krawattenidee wohl auch ausscheidet. Aha, er hat also keinen Plan auf Deutsch. Okay, ein gutes Buch haben wir gerade nicht dabei. Können wir dem Dinner noch irgendwas machen? Du kannst mich also mitnehmen? Jederzeit. Alles, was ich dafür brauche, ist eine Portalkarte, auf der die genauen Raumzeitkoordinaten. Aber ich keine Portalkarte. Das war das. Da hat man den Kollegen dort am Portal-Dingens, dort am Portalbaum. Nur so, keine Ahnung. Brauchst du vielleicht? Interessant. Bei dem Werkstoff, aus dem dieses bildhauerische Opus Magnum gefertigt wurde, handelt es sich offenbar um Basalt aus dem Germer Specksteingebirge. Ich erkenne Ablagerungen von Obsidian und sogar Chrysoberyll-Einschlüsse. Leider verbietet mir mein Respekt vor den schönen Künsten, dieses ästhetische Machwerk zum Behufe meiner niederen kommerziellen Ambitionen auszuschlachten. Das wäre Barbarei. Aha, wir müssen es also verunstalten. Um diese Skulptur zu zerstampfen, bräuchte ich schon ein Werkzeug mit deutlich mehr Power. Okay. Wir müssen hier was zerstampfen. Können wir das irgendwie ins Bohrloch reinhalten, oder? Zerstampfen müssen wir was. Ist noch nicht bereit für dieses Kunstwerk. Aber in der Zukunft werden sie es sicher zu schätzen wissen. Ach du Schreck. Das hat ja wirklich was gebracht. Ich dachte, ich würde es okay. Felsbrocken. Und so einfach war das. Ins Bohrloch geworfen. Durch die Zeit verformt. Vielleicht will er es jetzt und kann es dafür was geben. Furcht bringen. Kein. Interessant. Basalt aus dem Germer Specksteingebirge. Ich erkenne Ablagerungen von Obsidian und sogar Chrysoberyll-Einschlüsse. Ich habe mindestens 2 Klienten, die für so einen Klunker viel Geld bezahlen würden. Ich dir geben Stein, du mir geben Furchtpampe. Recht so. Quid pro quo. Kirikus spielt Beatsaber, auch schön. Wir haben ein Abführmittel. Ah, und ich weiß, wer ein Abführmittel gebrauchen kann. Der Typ auf der Toilette. Hier, damit geht's bestimmt gleich besser. Oh, das ist ja genau das Richtige. Sehr tolle Geräusche. Kommst du jetzt raus? Ich danke dir. Endlich kann ich meine Reise fortsetzen. Auf zu neuen Start. Mach es gut, Endzeitmensch. Aber das ist, nehme ich mit. Oh je. Benutzte Geldscheine. Okay, jetzt haben wir Geld. Boah. Benutzt. Damit bekommt der Begriff Schmiergeld plötzlich eine ganz neue Bedeutung. Boah. So, wir haben jetzt Geld, damit kommen wir doch bestimmt. Einmal Toast und Milch bitte. Kommt sofort. Hier, der Rest ist Trinkgeld. Ich hasse diesen Job. Okay, wir haben Toast und Milch. Was machen wir jetzt mit Toast und Milch? Die Erdnüsse überzeugen. Hallo Rita, was gibt's Neues? Verschwende. Ich dir das nicht.
Die Portale sind... Hab ich's doch geahnt. Klassischer Fall von Torschlusspanik. Ich glaube, ich passe. Ich sollte mich endlich von... Die Erdnüsse. Na, schaut mal, wer wieder da ist. Weißt du mittlerweile wieder, warum du uns zu Erdnussbutter verarbeiten wolltest? Für mein Toast mit Milch. Für die Liebe. Ja, ja, die Frappe. Ihr habt recht. Kein Mann, ich komm gerne. Okay. Brauchen noch einen Grund, warum uns ein Erdnussbutter-Toast was bringen könnte. Wie kann man die Milch stampfen? Ich glaube, das ist eine Hauptzutat, um Butter zu stampfen. Zu schade, dass der Butterstampfer kaputt ist. Wir müssen den Butterstampfer fixen. Vielleicht können wir ihn auch in die Zukunft werfen. Und in die Milch gleich hinterher schütten. Bevor ich zum Bohrer greife, sollte ich erstmal die anderen Optionen prüfen. Abwarten, ob es von alleine wieder besser wird zum Beispiel. Oder meinen Zahnarzt verklagen. Ja. Milch können wir aber bestimmt reinschütten. Bevor ich zum Bohrer greife, sollte ich erstmal die anderen Optionen abwarten. Oder meinen... Tja. Dann werde ich Gurke klonen. Und Goldklon hat ja schon mal was gebracht. Bevor ich zum Bohrer abwarten oder meins. Brauchst du zufällig Milch? Verschwende nicht meine Zeit mit diesem nutzlosen Tant. Ich habe hier eine Zukunft auszugraben. Verschwende nicht meine Zeit mit diesem Nutzlosen. Ich habe hier eine... Du vielleicht? Muss es wirklich ein Erdnussbutter-Sandwich sein? Ja, muss es. Mein Ernährungsberater hat sich da sehr deutlich ausgedrückt. Ein Erdnussbutter-Sandwich braucht eher... Okay, jetzt müssen wir noch die Erdnüsse hinkriegen. Du vielleicht ein bisschen Milch? Ich mach müde meine Mund rein. Nein, danke. Ich bin auf Diät. Wenn du jetzt ein Kompliment hören willst, bellst du aber den falschen Baum an. So warm. Du vielleicht ein bisschen Milch? Nicht ablenken! Ich habe einen Eid geleistet! Na und? Ich habe schon so viele Eide geleistet, dass das Gericht extra erfunden hat, um meinen Eid vom Eid anderer Leute zu unterscheiden. Du meinst mein Eid? Nein, mein Eid. So, vielleicht können wir hier mal... Ich weiß nicht, was das bringen soll, aber... Einmal gegenheulen, einmal gegen... treten, wenn die Serie losrollt. Oh je, Q-Lock, Allah. Und jetzt hier rüber, hier wieder zurück, hier rüber. Wo seid ihr, ihr Mistviecher? Vielleicht können wir hier Milch in die Tonnen werfen. Ich sollte meine Sachen lieber noch... Sie sind... Vielleicht. Sehr gut. Es hat was gebracht. Hey, Moment mal. Ich kenne dieses Geräusch. Da sind doch wieder Wombats an den Tonnen. Komisch. Ich sehe gar nichts. Und Hebel. Komisch. Ich sehe gar nichts. Okay, jetzt können wir hier rüber. Komm. Kadaver untersuchen. Wo seid ihr, ihr Mistviecher? Oh, okay, jetzt haben wir Kadaver. Eine Fluderrippe. Wo seid ihr, ihr Mistviecher? Kommt schon, gebt mir ein Schussfeld. Wo seid ihr, ihr Mistviecher?
Komm schon. Okay, und nun? Gib mir ein Schussfeld. Komm, Kitty, Kitty. Wir haben jetzt eine Fühlergrippe. Na los, zeigt euch. Na. Wo seid ihr, ihr Mistviecher? Damit ist er. Komisch, ich sehe gar nichts. Was machen wir denn hier? Komm, Kitty, Kitty, Kitty. Komm, Kitty, Kitty, Kitty. Na los, was soll uns das jetzt helfen? Wo seid ihr, ihr Mistviecher? Na los, zeigt euch! Wo seid ihr, ihr Mistviecher? Ich sagte nicht ablenken! Ich habe einen Eingang! Er sieht noch immer recht, aber wenigstens hat er mal eine kleine Ab. Komm, Kitty, Kitty, Kitty! Okay, wenn wir jetzt in den Stadtkern zurückgehen. Das haben wir Fjolo-Krippe. Können wir das mit Deiner zum Koch bringen? Eine Fjolo-Grippe! Woher hast du die? Woher schon? Ich hab sie einem Fjolok aus den Rippen geleiert. Ich weiß gar nicht, wie ich dir danken kann. Wenn es nicht zu viel verlangt ist, kannst du die Suppe zu meinem Zukunfts-Ich bringen? Klar, warum nicht? Fjolok-Suppe. Vorsicht! Ich glaube, er sucht nach einem Grund, mich feuern zu lassen. So, Fjolok-Suppe für sie, alter Maverick. Fjolok-Suppe, na endlich! Verdammt, die war ja sogar ganz passabel. Höre ich da Enttäuschung? Ja, vom Leben. Meine ganze Jugend lang habe ich malocht, um mir eine Interchange 5 leisten zu können. Jetzt bin ich alt. Anderen das Leben schwer zu machen, ist die einzige Freude, die mir geblieben ist. Und jetzt kriege ich nicht mal das mehr hin. Sei nicht so hart zu dir. Du schaffst das. Sei so gut und bring mir noch einen Nachschlag. Vielleicht finde ich ja dann das Haar in der Suppe, das mich ermächtigt, jemanden feuern zu lassen. Das ist die richtige Einstellung. Aha, wir müssen also ein Haar in die Suppe packen. Und? Was sagt er zu der Suppe? Es scheint ihm geschmeckt zu haben. Er will noch eine. Wirklich? Oh Junge, vielleicht habe ich meine Zukunft doch noch nicht vermasselt. Hier, zum Glück ist jetzt wieder reichlich da. Der Arme. Herr Ober, da ist ein Haar in meiner Fjolok-Suppe. Dann seien Sie froh, dass Sie keine Fjukaka-Suppe bestellt haben. Okay, Suppe mit Haar. Fjolok-Suppe, na endlich! Ich war drauf und dran, mein Vergangenheits-Ich feuern zu lassen. Aber jetzt? Moment mal, was zum Vogel soll das denn? Da ist ja ein Haar in meiner Suppe. Ich will sofort mit dem Oh, Schreck. Huch, wie kommst du denn so schnell hierher? Oh, du erlebst offenbar einen Nebeneffekt meiner neuen Instant Change 2. Sie benutzt eine Zeitreisetechnik, bei der keine neuen Zeitstränge entstehen. Alle Änderungen werden sofort sichtbar. Wolltest du nicht eben noch auf die Fünfer sparen? Ja, aber dann kam mein Zukunfts-Ich. Komplett pleite. Da habe ich ihm die Zweier abgekauft. Die ist auch ganz brauchbar. Okay. Solange man keine schwangeren Frauen mitnimmt. Und weil ich jetzt nicht mehr sparen brauche, habe ich direkt gekündigt. Mein Zukunfts-Ich brauchte eh dringend einen Job. Und wovon willst du jetzt leben? Als erstes haue ich meine Altersvorsorge auf den Kopf. Und dann mal gucken. Plötzlich sehe ich wieder eine rosige Zukunft vor mir. Ja. Ich werde ihn lieber nicht stören. Er ist noch in der Probezeit. Ich werde ihn lieber... Er ist noch... Das ist sehr schön. Ja. Nee, fest verschlossen. Okay. Ein Toast vielleicht. Meine Arbeit hier ist getan. Nun ist es Zeit für den namenlosen Rufus in den Sonnenuntergang zu reiten. Rufus, Rufus, the king of the wild front. Okay. Aber wir haben die Erdnüsse noch gar nicht und wir haben... Wo seid ihr, ihr Mistviecher? Na los, zeigt euch! Okay, kommen wir hier vielleicht irgendwo weiter.
Ich meine, 5 unterschiedliche Tierbisse in einer halben Stunde. Hallo? Respekt? Ah, wenn man vom Teufel spricht. Vielleicht ein bisschen Milch. Hast du immer noch diese Angewohnheit, alles mitzunehmen, was nicht festgeschraubt ist? Vor allem habe ich immer noch diese Angewohnheit, meinen Schraubenzieher zu vergessen. Ein bisschen Milch. Jetzt nicht, Rufus. Bist du etwa immer noch wütend? Nein, keine Sorge. Ich brauche einfach nur ein bisschen Zeit mit mir selbst. Ein bisschen Toast. Jetzt nicht, Rufus. Bist du etwa immer noch? Nein, ich brauche ein Toast auf Kohl. Hast du immer noch diese Angewohnheit, alles mitzunehmen, was nicht festgeschraubt ist? Vor allem habe ich immer noch diese Angewohnheit, meinen Schraubenzieher zu vergessen. Hast du immer vor? Skulpturen. Der Schlussstrich. Da arbeite ich noch dran. Okay. Dann hier mal weiter. Wir müssen noch die Erdnussbutter bekommen. Aber wie? Na, schaut mal, wer wieder da ist. Weißt du mittlerweile wieder, warum du uns zu Erdnussbutter verarbeiten wolltest? Für die Liebe. Ja, so weit waren wir schon mal. Die Frage ist doch, wie genau hilft es der Liebe, wenn wir zu Erdnussbutter verarbeitet werden? Ihr habt recht. Vergesst es einfach. Kein Ding, Alter. Mann, ich komm gerne. Na, ob die noch gut sind? Man hört ja die schaurigsten Geschichten über Tresenknabbereien, wo jeder seine dreckigen Griffe reingehängt hat. Tja. Na, ob die noch gut? Man hört. Na, ob die noch? Man hört. Da weiß ich auch nicht mehr. Was wollt ihr nochmal? Also mitnehmen? Jederzeit. Alles, was ich dafür brauche, ist eine Portalkarte, auf der die genauen Raum. Aber ich kann. Leider könnte ich denn. Müssen irgendwie die Portalkarte klauen. Hauen die hier irgendwo ab oder so? Ne, der haut niemals ab, auch wenn Führerkanal ist nicht. Vielleicht tickt der hinten dort gerade aus, wenn wir dann nochmal auf Fuel-Alarm machen. Oh je, Fuel-Alarm. Schon wieder. Komisch, ich sehe gar nichts. Okay, jetzt ist alles wieder unten. Verdient. Nichts. Wahrscheinlich falscher Alarm. Komisch. Ich sehe gar nichts. Wo seid ihr, ihr Mistviecher? Kommt schon. Ein Taub ist er auch. Ein Schussfeld. Heda, ich sagte nicht ablenken. Ich habe einen Eid geleistet. Komm, Kitty, Kitty, Kitty. Komm, Kitty, Kitty, Kitty. Na los, zeigt euch. Mit ihm sollen wir nicht reden. Lieber nicht stören. Er ist noch in der Probezeit. Okay, reden wir vielleicht nochmal mit dem haben wir ja noch nicht richtig geredet. Vielleicht sollten wir damit mal. Das ist also deine Instant Change 2 da draußen? Ja. Wieso? Na, du hast das Licht angelassen. Tatsächlich? Bestimmt wieder ein Problem mit der Elektronik. Verdammter Butterstampfer. Warum nur habe ich nicht auf die 5er gespart? Tja, das weiß niemand. Hier, kannst du es bitte für mich ausschalten? Na klar. Ich helfe Juhu. Noch, wo ich kann. Wir haben den Zeitmaschinenschlüssel. Hurra. Aha, Erfolg. Und rein. Alles nur für ein Zeug. Ich frage mich, ob es mir gelingt, den Motor zu starten.
Oh nein. Verdammter Butterstampfer. Das ist kaputt gemacht. Das war ja klar. In so einem kleinen Kaff muss man zusehen, dass man schnellstmöglich unter die Haube kommt. Allerdings fehlt dazu, Achtung, Wortspiel-Hattrick, ein Zylinder. Also jetzt mal im Ernst, hier fehlt wirklich ein Zylinder.